Oh mein Gott, ey, ich sitze in diesem Ding hier einfach drin. In der Einfahrt habe ich schon ungefähr jede Felge mitgenommen. Innsbruck zerstört, Bravos Rocket Air. Hä, wie funktioniert das? Das war auf jeden Fall für mich so das prägendste Erlebnis. So ihr Lieben, wir sind zurück mit einem weiteren Car Talk und heute sind wir in Stuttgart und ich habe neben mir stehen Nico oder aka, wie er gerade selbst sagt, den Dude aus dem Internet, den wahrscheinlich der eine oder andere von euch kennt. Ich freue mich total, weil ich das ja immer so mache. Car Talk ist ein Format, bei dem ich Menschen, die mir begegnen, auf meiner Reise einlade, um in eine Bravos über den Gast zu sprechen. Heute bist du das, lieber Nico. Ich freue mich, dass du da bist. Let's get it on. Wir haben heute ein spezielles Auto dabei, Bravos Rocket Air, und bei uns fährt ja immer der Gast. Für dich ist es jetzt wahrscheinlich eine normale Fahrt. Ich bin gerade wirklich aufgeregt, weil ich als kleiner Auto-Fanboy, um in so einem Auto zu fahren, let's go! Oh mein Gott, ey, ich sitze in diesem Ding hier einfach drin. Fahr mal ganz langsam einmal zurück ein Stückchen, vorsichtig mit dem Gas. Hat der rückwärts auch 900 PS? Kamerawagen muss da raus. Ja. Wichtigste Frage heute von Nico, hat der Rocket Air rückwärts auch 900 PS? Das finden wir jetzt heraus. Rocket Air, wir starten, wir blinken natürlich. Beim letzten Dreh mit einem Porsche bin ich bis der liebe Hamid gefahren und unser Kamerawagen hatte einen Unfall. Also ich bin mir sehr sicher, dass es heute anders läuft. Was kostet eine Felge? Da befallst du so 3.000 Euro. Achso, ja, dann ist er entspannt. Fangen wir mit der allerersten Frage an. Wer ist Innsbruck? Grundsätzlich würde ich mich als Comedian bezeichnen, als Entertainer so, ne? Ja. Aber gerade auch so durch das Medium YouTube hast du ja die Möglichkeit auch, dich den Leuten gegenüber zu öffnen und einfach so zu zeigen, ey, ich tick hin und wieder auch so und so und ich bin auch nur ein Mensch und ich habe auch Gefühle und kann die auch äußern. Dementsprechend, ich würde mich als Entertainer sehen in erster Linie, aber ich würde mich trotzdem so als greifbaren Typen sehen, weißt du, auch wenn ich im Internet so aktiv bin. Wann hast du angefangen und wie hat sich das entwickelt? Also ich habe angefangen mit 15 Jahren. Also ich habe selber Call of Duty gespielt, kennst du? Ja, kennst du. Hör mal, ein kurzer Interlude, sofort driften wir ab. Deine Meinung zu Modern Warfare 3? Ich bin tatsächlich leider in der Sucht gefangen. Ich bin im Ranked-Modus sehr aktiv. Spielst du Modern Warfare 3? Ja, sicher. Wirklich? Ja, natürlich. Aber Zone oder? Ich hab ganz, also ich bin Generation nicht mehr Duke Nukem, sondern Quake 2 Unreal Tournament. Okay. Ich find's gut, muss ich sagen. Ja. Das Spiel macht Spaß. Es ist ein Thema, wo ich merke, das verstehen viele Menschen gar nicht. Also wenn du nicht damit aufgewachsen bist, wenn ich das mit meiner Freundin diskutiere, dann sagt sie, ich verstehe gar nicht, was du da machst. Kann man sich das nur angucken. Ja, das kannst du nur fühlen, wenn du das selber halt auch zockst. Genau, du kannst es dir angucken wie Sport. Manche Leute, ich denke mir so, wie kann er so gut sein, ne? Ja, guckst du ihm so zu und denkst so, hä, wie funktioniert das? Ja, das ist ja auch nicht stumpf. Die meisten Menschen null. Sagen, es ist null stumpf. Competitive Play ist krass nachdenken. Extrem nachdenken, du musst eine Strategie haben, du musst planen. Aber egal. Okay, ja, es hat also wie hat es angefangen? Genau, es hat mit Call of Duty angefangen. Modern Warfare 2 damals habe ich Let's Plays mir angeguckt, so im Internet. Ich dachte so, ey, Let's Play Call of Duty Modern Warfare 2, ich probiere es einfach mal. Ja. Dann haben wir angefangen damals. Das heißt aber, wie Let's Play ist ja erstmal ein Video mit Stimme, ohne Gesicht. Genau. Ohne Kamera. Also einfach nur das. Wann war das? Das war 2010. Ja. Ist das schon so alt, das Spiel? Das ist schon so alt. Halleluja. Heftig, ne? Jedenfalls habe ich das so Let's Played und dann irgendwann kam so auch das Ding mit Multiplayer Commentaries. Damals war so eine ganz kleine Szene, da hattest du auch auf dem Video, keine Ahnung, wenn es hochkommt, mal 500 Views oder 1000, war schon krass. Ist aber heute noch so, dass du YouTube irgendwie machen musst mit mehr Sinn als nur Views und Reichweite, weil wenn du keinen Inhalt hast, ist ein allgemeines Problem bei Influencern. Influencer, wofür und wodurch? Nur Reichweite der Reichweite wegen bringt ja nichts, muss ja irgendwas tun. Ja, 100%, klar. Ich sage auch, in erster Linie ist immer das Wichtigste, so eine Leidenschaft zu haben oder irgendwas zu haben, wo du wirklich Bock drauf hast, das auch verfilmen zu wollen und so. Und dann damit zu starten und nicht so viel daran zu denken, ey, was geht jetzt viral, was könnte man machen? Ich glaube, du hältst dich durch. Ich sag mal, du kannst ein YouTube-Video faken, du kannst nicht 100 YouTube-Videos faken. Ja, das funktioniert nicht. Dann kam irgendwann so der Moment, wo man so mit Facecam angefangen hat und so. Ne? Ja, wie war das für dich? Ey, ich habe da voll Bock drauf gehabt. Also ich hatte da nie ein Problem mit, mich selber zu sehen und so. Deswegen war eigentlich der Einstieg für mich da relativ geil. Ich hatte auch immer Bock, Videos zu drehen. Die ersten 4 Jahre habe ich auch gar nicht irgendwie jetzt was damit verdient. Ich habe es immer nur als Hobby gemacht. Aber auch eine andere Zeit. Ne? Ganz andere Zeit. Völlig andere Zeit. YouTube 2010 war nicht das, was es heute ist. Nee, Mann, da ging eigentlich gar nichts. Das hat jeder nur so gemacht, weil man Bock drauf hatte. Nein, klar. Mit YouTube mal Geld verdienen. Wie alt warst du, als du angefangen hast? Ja, 15. Ja, gut. 15 Hast Jahre alt. Fokus natürlich. Da war einfach nur so, hey cool, man kann da Videos hochladen. Ja. Und dann, um einen kurzen Sprung zu machen, nach den 4 Jahren habe ich dann angefangen mit Fitness. Hast du noch ein MySpace-Profil gehabt wahrscheinlich dann auch, ne? Nee, Quick.
Und Schüler-VZ. So. Das kennst du auch noch? Ja. Aber da warst du schon ein bisschen zu alt für, oder? Das kenn ich noch. Da war ich auf der Uni, waren das mal. Ich meine, die Jungs haben irgendwann Studi-VZ. Mal bei uns an der Studi-VZ irgendwie einen Vortrag gehalten, waren damals so die Stars der deutschen Gründerszene. Ja, und dann hat man angefangen mit Fitness und so. Und dann ging das, dann kam so diese erste virale Phase so. Dann haben die Videos auch mal wirklich so mal 100, 200, 300.000 Views bekommen so. Und dann hat man natürlich auch schon gesehen, okay, da war ich noch in der Schule, dann habe ich schon angefangen, da meine 2.000, 3.000 Euro im Monat zu verdienen und dann war das schon so, okay. Wie, darf ich dir mit dem Wagen eigentlich Gas geben oder ist es nicht so gerne bei dir gesehen? Also ich meine, wenn wir uns an die, wir können so Zielfotos machen. Achso, du meinst, wenn wir uns an die Straßenverkehrsordnung kommen, dann werden wir an, lass uns bitte an die Regeln halten. Heißt, okay, erste virale Phase. Genau, war dann sozusagen da, wo man dann halt auch angefangen hat, Geld zu verdienen so. Ja. Was war damals, kannst du dich noch erinnern, was das erste Video war? Es war so eine Amazon-Raffling-Phase. Ja. Da gab es so diesen Glitch, dass man 30 Tage Cookies auf einen Amazon-Link hatte. Und dann hast du einfach immer irgendein Produkt verlinkt in deiner Videobeschreibung. Leute haben da drauf geklickt aus Spaß. Ja. Und in den nächsten 30 Tagen, wenn die Leute was eingekauft haben auf Amazon, hast du immer eine Provision bekommen. 10% oder so, sowas waren das, glaube ich. Dann hat man so gemerkt, oh mein Gott, okay, da geht ja 2.000, 3.000 Euro über Amazon im Monat dann alleine oder sowas. Weißt du, ich meine? Plus YouTube-Einnahmen und so und dann warst du so, holy shit. Und hast du dich dann einfach mal mit dem Gedanken beschäftigt, hey, das könnte ja was sein, was ich auch beruflich machen kann. Genau, genau. Oder war das damals schon beruflich, war das ein Thema? Das war halt so, okay, ich verdiene so viel, dass ich davon leben kann. Ja. Und vielleicht geht da ja auch noch mehr, also scheiß mal jetzt auf Schule. Wofür hast du es rausgeballert? Die ersten 2.000, 3.000 Euro, hast du die? Gute Frage. Hast du die ausgegeben oder hast Gute du die? Gute Frage, wie habe ich mein Geld? Hast du die gesammelt? Also ich habe es auf jeden Fall nicht investiert, das weiß ich. Na gut. Ja, stimmt, genau. Ich habe mir meinen ersten Wagen dann geholt. Ja? W204 C63. Ah. Kein Fan? Doch. Ach so, okay. Ich dachte gerade, ey. Ja, geiler Motor, geiler Sound. Ich bin wirklich... Vor OPF und so gewesen. Ne? Ey, dieser Moment, da war ich 19. Also es war halt ein Leasingfahrzeug. Na, ich habe den nicht gekauft, aber als ich da eingestiegen bin... Und hast du es dir selber ermöglicht. Ich bin losgefahren und ich dachte so, ich träume. Es kann nicht real sein, dass ich das einfach gerade mache, so, weißt du, ich meine? Und das war so auf jeden Fall eines der crazysten Erfolgserlebnisse, die ich so bisher hatte. Ja. So, ganz kurz mal. Ist das nicht der krankeste Turbo-Sound der Welt? So. Ey, wie ein Linienbus. Ja, mach mal. Du musst gar nicht so viel antreten. So. Oh mein Gott. Ist geil, oder? Crazy. Das Ding ist Sex auf Rädern. Ich finde den so mega geil. Alter, hört sich das heftig an, Mann. Ich bin mal den 991 gefahren, Turbo S. Und der hatte so eine Airbox oder sowas. Der hat nicht so ein Pfff gemacht, sondern so ein oder sowas. Macht der das auch? Du hast ja immer verschiedene Komponenten, die du hörst. Jetzt ist es hier einfach das Turbo. Ja, genau, okay. So. Wo waren wir? Erster C63. Ja, guck mal, war vor OPF, also richtig Sound noch damals, ja, AMG-Motoren. Dieser 6,2 Liter. Geiler Motor und mit in der Baureihe, die am wenigsten Gewicht mitbringt. Ja. Also halt fett. Ne? Und auch wirklich ein Auto, was natürlich viele, viele Leute haben wollten damals. Wie war das so für dich? Also meine Sicht auf Autos hat sich dadurch nochmal wesentlich krasser gefestigt. Also ich bin ein absoluter Auto-Fan. Ich bin jetzt nicht so der Fan im Sinne von, ich kenne mich richtig krass mit der Technik aus und kann dir genau sagen, welches Bauteil und so weiter. Aber ich bin einfach so, ich liebe die Ästhetik von Autos. Muss ja auch nicht sagen, genau. Also erstmal, ich bin ein unglaublich großer Soundfan. So, ich bin gerade so, dass ich so sage, ich finde es unglaublich schade, dass alles Hybrid wird und ich vermisse die Saugmotoren. Bist du Sauger oder Turbo? Bist du so eine Saugerfraktion? 100% Saugerfraktion. Also wenn so ein Ferrari dann richtig schön hochdreht. Ja, ich sag dir ganz ehrlich. Mein Grail ist der 488 Pista, ne? Boah. Aber nur weil der einen Turbo hat, bin ich fast so Speziale, fast eher so, weißt du? Ja gut, die Fraktionen 458 und 488 unterscheiden sich ein bisschen. Inwiefern? Das ist am Ende eine Philosophie. Das sind Motoren, die sich komplett anders verhalten, aber beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ja, es geht halt leistungstechnisch mehr, aber halt soundtechnisch meistens halt weniger. Ja, ein ganz anderes Thema. Ja. Natürlich. Dann hatten wir genau C63, dann war meine Autoliebe so noch härter geweckt. Ich finde es auch voll geil, in letzter Zeit so auf YouTube voll viel unterwegs, guck ganz viele verschiedene Autoleute, macht voll Bock so zu sehen, wie die über die Themen denken, was es da für Ansätze gibt und so, das finde ich schon ganz zack, geil. Zack, sitzen wir zusammen im Video. Hey, ohne Scheiß, feiere ich richtig. Wir haben uns ja getroffen, haben wir uns beim Monte auf der Weihnachtsfeier getroffen? Ja, genau, ich glaube, da haben wir uns auch zum ersten Mal gesehen. Ne? Genau, viel Grüße. Lass uns mal weiter so ein bisschen durch deine Geschichte durchfliegen. Aber was würde dich denn so interessieren? Mich interessiert immer, was ist deine Motivation, warum hast du es angefangen, wie hat sich das entwickelt? Ich denke mir immer, es gibt bei jedem Menschen irgendwo eine Scheibe, die man sich auf jeden Fall abschneiden kann. Vielleicht bei dem einen mehr oder bei dem anderen weniger. Aber das finde ich auf jeden Fall eine geile Einstellung.
Ich glaube, was ganz interessant ist, die grundsätzliche Frage so für das, was ich mache, und ich glaube, das ist bei dir genauso, ist zu sagen, man hat eine Leidenschaft für was, man hat richtig Bock auf was und deswegen ist man da so krass dahinterher. Mhm. Das ist, glaube ich, eigentlich so eine Sache, die ist für uns beide relativ klar. Ich glaube, was vielleicht ganz interessant ist zu erzählen, weil darüber redet man eigentlich eher immer nicht so gerne, sind Probleme. Auf jeden Fall. Und die hast du natürlich, wenn du selbstständig bist, auch zuhauf. Die werden halt in den letzten Jahren sind die halt auch oft wesentlich klarer geworden, die Probleme. Weil ich meine, über so eine, ich mache jetzt seit, ja, du hast vorhin gesagt, jetzt im Juni seit 14 Jahren bin ich dann auf YouTube unterwegs. Und über die Zeit haben sich natürlich viele Dinge natürlich auch geändert. Ich meine, es hat angefangen mit einem Hobby. Man hat einfach mal sowas gemacht. Plötzlich sieht man, oh cool, man kann Geld verdienen. Mhm. Aber dann wird irgendwann das natürlich auch, man gewöhnt sich daran und dann wird es halt plötzlich zur Verpflichtung. Mhm. Das entwickelt sich natürlich ganz schnell von einem Thema, wo du mal ein bisschen anfängst, hin zu einem, da kann schnell ein Gefühl entstehen, das heißt, ich muss. Es gab mal so ein paar Sachen, die ich gemacht habe, wo ich so dachte, holy shit, ich hätte niemals gedacht, dass es so viele Leute, also dass es so eine Aufmerksamkeit erregt. Mhm. Ich habe mal eine Kampagne gemacht für ein nachhaltiges Fischfangunternehmen. Mhm. Da hatte ich ein 3D-Modell von so einem Baby-Delfin anfertigen lassen, das sehr, sehr echt aussah. Und habe in meiner Instagram-Story halt so getan, als würde ich das jetzt essen. Ja. Und habe halt so mich damit so mäßig gepusht, so, oh ja, voll geil und so. Und es hat wirklich internationalen Shitstorm für mich niedergeprasselt. Ja. Und die Leute haben mich beleidigt und ihr sagt, was für ein schlimmer Mensch ich bin und was weiß ich. Da habe ich natürlich direkt einen Tag später die Auflösung gebracht, dass es sich halt nicht um einen echten Delfin gehandelt hat, sondern dass es halt eine Kampagne war sozusagen. Und es hat auch richtig krass funktioniert. Das haben unfassbar viele Leute gesehen. Aber das war so eine Sache, wo ich auch mal gemerkt habe, was für eine unglaubliche Kraft und Reichweite hinter dieser ganzen Thematik steckt. Mhm. Ich meine, es geht ja gerade auch darum, so diese aussterbende Tierarten und gerade generelle Umweltthemen. Und da hat man sich natürlich viele Leute sehr getriggert gefühlt. Ne? Was waren die Inhalte deiner Videos, wo du gemerkt hast, okay, da finde ich ein Kochrezept, mit dem ich immer wieder Erfolg haben kann? Es war einfach, dass man diese Leidenschaft im Vordergrund behält. Mhm. Also ich bin ja so ein Typ, ich mache immer, keine Ahnung, sarkastische Jokes, mache ironische Videos, mache mich über Leute lustig und so weiter, aber irgendwie auf eine Art und Weise, die jetzt nicht, ich will die nicht niedermachen, die Leute, sondern ich will sie so leicht anstupsen, so weißt du, so, und einfach ein paar Jokes darüber machen. Mir geht es einfach nur um Unterhaltung. Und ich glaube, so dem treu zu bleiben und zu sagen, ey, man stellt das vielleicht manchmal über jetzt heftige Profite machen und er macht einfach sein Ding weiter, ist, glaube ich, so für mich so der Weg gewesen. Aber natürlich jetzt auch in letzter Zeit zu sagen, ey, man hat ein Unternehmen, wir machen Klamotten, wir wollen das geil machen, wir wollen hochwertige Sachen bieten, wir wollen die aber trotzdem fair anbieten können und so weiter. Ja. Ich glaube, einfach diese Philosophie zu verfolgen, die Sachen zu machen, hinter denen man selber stehen kann. Lass mich mal auf die Klamotten eingehen. Jetzt sind wir gerade, ne, waren mit Tim unterwegs vorhin. Mhm. Ihr seid super eng. Kannst du mir erzählen, wie das entstanden ist? Es ist voll random entstanden, weil wir eigentlich damals nur so Gym-Buddies waren, haben halt zusammen was gedreht, so, weil Tim hatte damals wirklich eine geisteskranke Form. Habt ihr zusammen angefangen? Ich bin jetzt ja echt, guck mal, hier sitze ich als Idiot jetzt mal im Auto und habe überhaupt keine Ahnung. Das hat nichts mit Idiot zu tun. Deine Community wird wahrscheinlich sagen, wie kann der Konstantin das nicht wissen? Du kannst froh sein, dass du dich nicht mit mir beschäftigt hast. So. Sonst wärst du nämlich geschädigt für dein Leben. Habe ich vorbereitet natürlich ein bisschen getan, aber deshalb stelle ich manchmal auch so ganz blöde Fragen. Habt ihr gemeinsam angefangen? Nee, also Tim hat schon davor auch Videos gemacht und hat natürlich auch schon viele Jahre davor angefangen zu trainieren. Aber wir haben halt nur gesehen, ey, wir sind beide aus Stuttgart, wir machen irgendwie Videos. Das ist auch eine Sache, aus Stuttgart gibt es... Da gab es nicht so viele damals. Damals überhaupt nicht. Mittlerweile fast immer noch nicht. Ja. Es gibt ganz wenige Leute, die wirklich so aus Stuttgart kommen. Im Übrigen gerade eine Sache, sehr, sehr geil. Wir stehen hier mit einem 900 PS-Wagen im Berufsverkehr. Es gibt nichts Geileres, oder? Man dachte gerade, stehen wir im Stau. Ey. Gibt's doch nicht. Dann haben wir einfach gesagt, ey, lass zusammen Videos machen. Und damals haben wir über einen Geschäftspartner, der uns auch leider über die Zeit abgezogen hat, aber es ist eine andere Geschichte, haben wir dann eine Firma gegründet. Und seitdem sind wir eigentlich so zwangsweise in der Firma. Aber wir haben gemerkt, wir ergänzen uns krass. Ja. So, er ist auf seine Art komisch, ich bin auf meine Art komisch, aber irgendwo haben wir immer einen Punkt, wo wir so zusammenfinden. So haben wir angefangen, einfach die Firma aufzubauen, haben dann aus Merch irgendwann gesagt, ey, lass uns ein bisschen ernstere Mode machen. Hatten dann natürlich da auch teilweise klägliche Versuche, das gut zu machen. Was war die Grundsatzidee? Die Grundsatzidee war schon, ein Fashion-Label zu machen, was ein bisschen losgelöster ist von unseren Persönlichkeiten, also kein Merch mehr sozusagen ist, was eine gute Qualität bietet zu einem bezahlbaren Preis, sag ich mal. Mhm. Das war so unser Anspruch hinter dem Ganzen. Dieses Luxury-Feeling und dass es halt geil ist, aber jetzt ohne, sag ich mal, keine 2000 Euro Bag. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Der Name ist eigentlich relativ simpel. Der kommt auch einfach aus diesem
aus diesem Merch-Gedanken raus. So, also Ola Kala ist griechisch, ich bin halb Grieche. Ja, witzig. Und, also beide von euch haben ja sozusagen einen Hintergrund, der kulturell nicht nur in Deutschland liegt. Ja, genau, genau. Tim Hugo, ich Grieche. Und dann haben wir gesagt, ey, ursprünglich hieß dieses Merch-Label sozusagen Alles klar Merch. Ja. Das so ein Spruch war, den ich immer mit meinem Kollegen Unsympathisch TV, sagt ja. Der was? Boah. Konstantin Schwach. Boah. Also da hätte ich mehr von dir erwartet. Das ist aber, ey, es ist so krass, wirklich. Nee, ist doch okay, gut. Hol ich nach. Ist doch das gut. Ist so krass, weil wirklich diese Welt ist ja, es gibt da so viel inzwischen da draußen. Ey. Du kannst natürlich, irgendwo muss ich ganz echt dann zugeben, habe ich natürlich auch einen Job. Du kannst es nicht alles kennen, ist alles gut. Aber ich bin war nur eine Frage, okay, ob du wird kennst. Angeguckt, machen wir. Jetzt komm, schreib mir mal ein Hate in die Kommentare, ballert mich weg, weil ich wieder irgendwas nicht kenne. Aber dafür so, okay, aber wie seid ihr dann von dem ersten Namen auf Ola Kala gekommen? Das ist einfach übersetzt aufs Griechische. Okay. Und dann haben wir gesagt, ey, das ist jetzt bestimmt nicht die coolste Filmhistorie oder so, aber der Name... Greifbarer... es ist daraus entstanden und wir haben gesagt, ey, wir machen das so. Es hat irgendwo einen Bezug zu dem, was wir gemacht haben in der Vergangenheit. Und dann haben wir, also sind wir einfach mit dem Namen losgegangen. Ich finde auch immer, Firmenname zu machen, da interessiert mich übrigens auch gleich die Entstehung von Brabus. Ja, das ist auch sehr verrückt. Ich finde, ein Name muss nicht von Anfang an cool sein, sondern du musst ihn cool machen. Ja, guck mal, Brabus, ne? Also, okay. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde Brabus brutal geiler Name. Aber es ist totales Glück. Kurzfassung ist, mein Dad hat bei meinem Opa gearbeitet als Verkäufer, hat irgendwann festgestellt, Individualisierung von Fahrzeugen wird ein Ding, hat damals mit jemandem zusammengewohnt, der hieß Klaus Brachmann. Okay. Du musstest, wenn du in Deutschland eine Firma gründen wolltest, das damals noch mit zwei physischen Personen, rechtsdeutsch, tun. Und dann hat er sich schlicht und einfach seinen Kommilitonen geschnappt, das war so der übliche Weg, darum rumzukommen, hat gesagt, weißt du was, komm, wir machen eine Firma auf, eine GmbH, nach 8 Wochen gebe ich dir 50 Mark und 3 Bier. Kauft er die Anteile ab, da ist er wieder, der Turbo. Alter. Kauft er die Anteile ab. Und kaufte die Anteile ab und dann ist es meine Firma. Und weil die beiden, die saßen vor dem Notar und er guckte sie noch so über den Rand der Brille an, was mein Vater mir immer erzählt, sagte immer, Brachmann, Buschmann, Brabus ist ein beschissener Name, Leute. Hat er gesagt? Fällt euch nichts Besseres ein. Die beiden haben sich angeguckt und gesagt, nee, mach fertig. Und dann haben sie die Firma so gegründet. Gottes Willen, ey. Ey, oh mein Merkst Gott. Merkst du schon, oder? Das Biest kann. Entweder man liebt es oder man liebt es nicht. Ist das geil? Ich finde das geil. Ich finde es wirklich, ich finde generell in letzter Zeit so Firmengeschichten mir anzuhören, ich finde das so interessant, weil, guck mal, ich habe auch so angefangen damit, dass ich so gesagt habe, ey, voll cool, wenn man mal so voll viel Geld verdient und man kann sich das und das holen und so. Mhm. Und dann ist man aber irgendwie ganz oft aufs Maul geflogen, hat Geld verloren, Dinge sind nicht so gelaufen, wie man sich vorgestellt hat. Und jetzt mit den Jahren wird so klar, man kann da hinkommen, das ist alles möglich und so. Aber das ist auch mit ganz viel Erfahrung und vor allem halt auch mit Fehlern verbunden, die man macht, aus denen man so lernen muss. Du bist jetzt wie alt? 29. Ja gut, okay. Es ist ja einfach nur 14 Jahre ein Geschäft. Ja. Da steckt eine Menge Erfahrung drin. Was würdest du sagen, waren so die größten Probleme, die größten Rückschläge? Also, was hast du daraus gelernt? Der zweite Teil ist klar, was hast du daraus gelernt? Dann kommt, aber fangen wir mit dem ersten Teil an. Ja, der größte Rückschlag war auf jeden Fall, dass ich einen Geschäftspartner hatte, dem ich blind vertraut habe, der das Vertrauen ausgenutzt hat und halt einfach sozusagen uns abgezogen hat. Das ist klar auch Eigenverschulden, weil man nicht genau drauf geguckt hat, weil man halt jung war und vertraut hat. Aber das war auf jeden Fall für mich so das prägendste Erlebnis. Weil kannst du die Geschichte erzählen? Oder dumme Frage. Ich habe die tatsächlich noch nie so wirklich erzählt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ich irgendwie einen Namen nennen sollte oder sowas. Aber es ging einfach darum, wir hatten einen Geschäftspartner, der sollte sich bei uns um den finanziellen Part kümmern, um Buchhaltung und die ganze Abwicklung. Tim und ich haben gesagt, jo, wir machen halt unsere Videos und fertig. Ja. Und ja, der hat halt einfach, ja. Und auch Arbeit ist ja eine normale Arbeitsteilung, du kannst nicht alles machen. Genau, genau. Ich muss mich in meinem Leben auf ganz, ganz viele Leute verlassen. Du kannst das nicht alles kontrollieren. Das ist vollkommen unmöglich. Das geht nicht, ja. Du musst Verantwortung verteilen, du musst vertrauen. Ohne Vertrauen führst du dich selber nur in den Wahnsinn. Ja. Ich kann ja heute in meiner Firma, wir sind jetzt knapp 450 Leute, ich will, was soll ich denn alles selber machen? 450 Leute? Was soll ich denn jetzt alles selber machen? Das will, ey. Ja, also ich bin da völlig bei dir. Das Ding ist, ich bin da halt nur so ein bisschen gebrandmarkt, auch bestimmt nach wie vor, dass ich so ein bisschen Vertrauensprobleme habe und halt vielleicht manchmal paranoid handle, weil ich denke, ey, da passiert wieder irgendwas, weißt du? Mhm. Das muss ich mich einfach gerade so selber, muss ich da mit dem Fehler oder mit damit halt einfach umgehen. Aber das heißt, der hat einfach euer Vertrauen missbraucht,
Und es ist Geld verschwunden? Genau. Ganz flach? Genau. Okay. Und wie habt ihr das gemerkt? Naja, indem halt einfach, ja, irgendwann halt es verdächtig komisch war mit dem Geld in der Firma. Ja. Und dann hat man halt mal angefangen, Fragen zu stellen und dann wurde es immer komischer. Wie, was, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, ja, hier funktioniert was nicht? Ja. Magst du erzählen, oder? Ja, es war so ein Telefonat und dann habe ich halt angerufen, habe gefragt, was gerade so abgeht, so finanziell und so. Und dann habe ich so mal überlegt, was ich eigentlich so die letzten Monate verdient habe. Und dann, ja, war halt das überhaupt nicht so damit einstimmig mit dem, was wir so hatten. Hm. Und dann habe ich halt so, also ich habe schon natürlich ein bisschen schlechteres Gefühl gehabt, die Zeit davor, ne, die Monate davor, aber dann war das so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss man hier aufhören. Es war einfach Unterschlagung, also, oder ich habe keine Ahnung, ob da... Ja, Veruntreuung halt. Genau, also einfach ganz plump. Ja. Was, das ist ja wirklich, wenn du da sitzt und es ist halt richtig was in die Hose gegangen, dann ist ja das Letzte, was du brauchst, irgendeinen Affen, der dann vor dir sitzt und sagt, ja, was hast du jetzt daraus gelernt? Und Mensch, sieh doch das Gute im Schlechten. So, ich könnte den Leuten immer eine reinhauen. So, in dem Moment direkt erstmal durch, macht es keinen erstmal, Sinn. Erstmal durch. Erst am Ende durch, ist es leider richtig. Ja. Und häufig mit ein bisschen Abstand, den brauche ich dann immer. Ich habe dann, wenn richtig Dinge schieflaufen, wirst du immer bei mir erleben, dann bin ich halt mal weg. Dann muss ich, dann sage ich, Leute, lass mir mal ein paar Tage in Ruhe. Ja, ja. Ich muss jetzt nachdenken. Du hast natürlich immer zwei Wege, damit umzugehen. Du kannst dann da stecken bleiben oder dich davon kaputt machen lassen oder du kannst am Ende die Frage stellen, kannst sagen, jetzt erst recht. Ja. Und was muss ich jetzt ändern? Als Unternehmer musst du am Ende immer Lösungen bauen, Systeme bauen und dir die Frage stellen, wie du deine Checks and Balances in deiner Organisation, egal wie groß oder klein sie ist, neu einstellst. Was hast du mitgenommen aus der Nummer und was hast du verändert? Oh, ganz viel. Also erstmal habe ich mitgenommen, dass ich vielleicht nicht jedem vertrauen sollte. Was ich jetzt aber in den letzten Jahren mitgenommen habe, ist, dass ich schon auch wieder vertrauen sollte. Mhm. Aber vielleicht einfach mal auch ein bisschen besser gucken sollte, was einfach passiert. Auch besides von dem, was ich auf YouTube mache und Co. Aber das klappt eigentlich gerade ganz gut. Muss ich auch sagen, bin ich sehr happy darüber. Aber es hat mich einfach erwachsen gemacht. Keine Ahnung, ich bin einfach nicht mehr der naive Typ von damals, der einfach sagt, ja, wird schon alles gut sein und so. Ich gucke natürlich wesentlich mehr jetzt, was passiert auch hinter den Kulissen, was kann man optimieren, was kann man besser machen. Und aber gleichzeitig probiere ich trotzdem halt einfach meinem Ding nachzukommen. Worauf ich ja, das ist ja so interessant. Erfahrung kannst du nicht faken. Es geht nicht. Das würde ich mir ja, weißt du, das ist ja klar, du schreibst ja deinen Lebenslauf super linear von Zero to Hero, von jemandem, der nichts getan hat, nichts weiß, irgendwie zack, bumm, zum Superstar. Ja. Ich muss sagen, wenn ich inzwischen Lebensläufe sehe von Menschen, dann interessieren mich meistens die Dinge, wo viele Personalabteilungen dann Fragezeichen machen würden. Und da wird es irgendwie spannend für mich, weil da kommt Fleisch an. Mhm. Wenn man jemand zwei Jahre nicht gearbeitet hat, dann frage ich am liebsten mal, hey, was war los? Ja, was, genau. Was hast du gelernt? Was hat sich entwickelt? Diese Denkweise zu sagen, dass du stellst ja eine Person ein. Du stellst ja nicht irgendwie... Ist ein Mensch. Genau, mit ist ein Mensch. Dran. Genau. Und den willst du ja auch greifen können. Du willst ja verstehen können, ey, was motiviert den? Was geht bei dem ab? Wie funktioniert dieser Mensch? Und demnach entscheidest du ja dann, ob du den einstellst oder nicht. Ja, nicht nur eine Nummer. Genau, das, genau. Ich finde das total wichtig, den Blick auch nicht zu verlieren. Was war das erfolgreichste Video deiner Karriere bisher? Wie kommst du jetzt auf diese Frage? Ja, ich will einfach mal kommen. Ist einfach mal. Wir haben nicht viel Zeit, oder? Das Video mit den meisten Views, ja. Ey, es ist tatsächlich eine Parodie von einem Song. Ja, okay. Wir waren damals, gab es so ApoRed und solche KS-Freak, die Leute, die kennen, die kennen sie. Bisschen was sagt mir das, aber ich bin nicht so tief drin, wie du es denkst. Okay, aber krass, dass dir was sagt. Jedenfalls, die hatten damals so Songs und ich habe mit meinem Kollegen Sascha, unsympathisch, den du nicht kennst, habe ich so eine Parodie gemacht. Ich glaube, die hat, keine Ahnung, 5-6 Millionen Views oder so hat die bekommen. Mhm. Das war so das größte Video. Aber ich würde sogar tatsächlich sagen, eine der Aktionen, die am meisten Wellen geschlagen hat, war tatsächlich diese Delfin-Aktion. Also das ging schon auch durch die Medien und so. Also das haben sehr viele Leute mitbekommen. Sag mal, du nimmst irgendein Sample von Videos, die du jetzt machst in den nächsten 3 Monaten. Bist du in der Lage zu sagen, was am besten fliegen wird? Na, ich würde schon sagen, dass ich das relativ gut einschätzen kann. Mhm. Über die Zeit baust du ja natürlich schon so ein Gefühl auf. Ich meine, es ist auch viel abhängig davon, wie verpackst du es, ne? Ja. Thumbnail, Titel und so. Wenn das alles passt und gut gemacht ist, dann kann ich schon ungefähr sagen, was wird jetzt abgehen und was wird nicht abgehen. Naja, oder weniger abgehen. Das habe ich bei uns inzwischen auch. Also ja, bei den Autos, weißt du es mittlerweile? Ja, aber so die totalen Outlier. Was wir posten jetzt vor Weihnachten, posten wir ein Reel mit dem Rocket Air hier. Der ging ab, oder? In Zusammenarbeit mit so einem 3D-Creator. Ja. Sehr, sehr guter 3D-Renderer.
Und dann gucke ich irgendwie auf die Stats und habe das Ding irgendwie 22 Millionen Views. Oder 21 Millionen Views nach Weihnachten. Wo du dann denkst, okay, ich fand's cool. Aber zwischen ich finde es cool und das Ding fliegt völlig durch die Decke, ist ja ein weiter Weg. Und das muss ich sagen, kann ich nicht so richtig einschätzen. Das weißt du halt nicht. Das ist aber nicht das Thema, sondern kannst du es auch nie. Ich finde, mein Ziel ist, mit viel Leidenschaft gute Dinge zu tun. Mhm. Wir drehen ja bei uns heute alles selbst. Wir machen ganz, 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 ganz viel. Das meiste intern, 98%, 97% Content drehen wir bei uns mit einer eigenen Truppe. Mhm. Drehen selber, schneiden selber, produzieren selber. Das ist das Schlauste, was du machen kannst. Hier übrigens Porsche-Zentrum, das neue. Ja. Ah, wo denn? Hier, genau hier. Ah. Also hier ist der Porsche Tower. Ah, ja. Wollen wir den einfach mal den Wagen hier zeigen und den vorschlagen, dass sie es in Zukunft besser machen können? Nein, lass gut sein. Ich habe wirklich so seitdem ich so Autos begeistert bin, natürlich hört man dann auch mal von Tunern und so, ne, was die da so machen und so. Ich muss echt sagen, was ihr jetzt in den letzten Jahren gemacht habt, so vom Look her und auch vom Feeling her, ich finde gerade zum Beispiel dieses Lenkrad, dieses grobe Leder, ich finde, das sieht so geil aus. Ja. Diese Optik, einfach dieses luxuriöse Gefühl, was ihr so mit den Autos hinbekommt, auch interior-technisch und so, muss ich wirklich sagen, ist echt heftig so. Vielen Dank. Und ich hätte niemals so gedacht, dass mich so ein Tuning-Auto, weißt du, Tuning, ihr nennt es ja Veredelung, ne? Ich will das nicht falsch nennen. Ja, inzwischen sagen wir Brabus-Sizen. Wie bitte? Wir Brabus-Sizen. Brabus-Sizen, okay. Das ist auch deshalb natürlich so interessant, weil das ja, was sich so verändert hat, dass es inzwischen eben nicht mehr nur Heckspoiler, Frontschutz, Seitenschweller, Räder ist, sondern es ist eben immer auch eine Frage, sind wir das? Passt das zu uns? Ja, ja. Das ist genau das Ding, wo ich sage, es ist natürlich in dem Moment, wo du dabei bist, es aufzubauen, ist voll der Pain, weil du musst deine Linie erstmal finden, dann musst du die etablieren, dann musst du die begehrt machen. Ja, du kannst vorher nicht kalkulieren. Kannst du nicht. Du kannst dich nicht hinstellen im ersten Jahr, du machst irgendwas, das ist eine Brand. Ob etwas eine Brand wird oder nicht, entscheiden deine Kunden, entscheiden die Medien, entscheiden Leute, die über dich schreiben, die deine Produkte bewerten. Es ist halt aber auch auf irgendeine Art und Weise ein bisschen einfach ein Disrespect. Ich meine, am Ende des Tages, du denkst dir auch was dabei, wie du dein Produkt präsentierst. Und dann kommt halt jemand und sagt dir, ey, mach doch mal so und so. Dann sagst du, ja, Bro, denkst du, ich habe das einfach jetzt aus Jux und Tollerei so präsentiert. Es ist schon was dahinter, weißt du, ich meine? Genauso wie bei uns, wir sagen, ey, wir fahren mit unseren Klamotten anatomische Linien, die sollen uns aussagen, die sollen ohne Logo auch Wiedererkennungswert haben. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, mach doch mal so und so, dann denke ich mir auch, ja, Bro, wir haben uns schon was dabei gedacht. Na gut, das eine ist ja, dass ich bin heute total dankbar um jedes Feedback. Hast du das Gefühl, dass die Leute in der letzten Zeit, ich weiß nicht, wie inwiefern du da so deep drin bist, aber so von den Kommentaren, von den Rückmeldungen, die Leute, wie sie drauf sind, hast du das Gefühl, dass da einfach mehr Negativität aktuell so herrscht? In dem Feedback? Also ich habe, muss ich sagen, bisher auf Insta, YouTube, TikTok habe ich sehr viel Glück gehabt, beziehungsweise, wenn jetzt mal, keine Ahnung, hast mal Kommentare dabei, wo Leute ein Video scheiße finden oder hast Dinge dabei, wo Menschen ein Produkt nicht mögen. Mhm. Setze mich damit intensiv auseinander, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn einer schreibt, hey, Brabus 1300R, Motorrad finde ich doof. Das ist eine ordentliche Meinungsäußerung. Okay, aber das ist ja okay. Den lösche ich auch nicht. Da kann ich, das ist feiert so, er halt nicht. Man kann das nicht feiert er halt nicht. Ist eine normale Kontroverse, für die bin ich dankbar. Mhm. Wenn Leute noch sagen, ne, gefällt mir nicht, weil, und dann sagen, warum, und das vernünftig tun, habe ich gar kein Problem mit. Ist doch vollkommen okay. Ich finde, du kannst ja auch keine Marke sein, wenn du allen gefallen willst. Das funktioniert, das geht nicht. Das kannst du vergessen. Das geht nicht. Wenn jemand seine Meinung äußert, aber am besten mir noch ein DM schreibt, sagen, hey, Herr Konstantin, ich stelle mir vor, in deinen Videos machst du das und das und das, das finde ich gut, das finde ich doof. Das ist aber Kritik. Mach doch mehr davon. Kritik einfach. Super geil. Kritik ist super voll geil, gut. Leute, jederzeit herzlichen Dank. Die Leute, die am rumhaten sind und wie du schon gesagt hast, du hast gar nicht das Bedürfnis danach, jemandem... Nein, es gibt so Stereotypen, weißt du, ist doch klar. Bei meiner Freundin Milli ist dann halt, Milli ist ein Golddigger. Das ist der Stereotyp, der dann immer kommt. Die Leute haben da viel zu viele, machen sich viel zu viele Urteile. Ja, und warum so schnell urteilen? Würde ich nie tun. Ne? Ja. Und bei mir ist es halt klar, dass der Stereotyp immer ist, ja, der hat ja alles nur geerbt. So. Und wenn es sich auf dem Niveau so bewegt, weißt du, dann ist da, gucke ich da hin, wenn ich es überhaupt sehe, und dann fliegt das direkt an mir vorbei. Ja. Es sind natürlich immer wieder auch mal Dinge dabei, wo du dann hinguckst und sagst, ja, komm mal, muss das jetzt sein? Kannst du dich noch an Sprüche erinnern, wo du wirklich verletzt warst? Boah, ich muss tatsächlich sagen, mein großes Glück in meiner Laufbahn war, dadurch, dass ich sehr sarkastisch bin und sehr viele Jokes über mich selber auch mache, kann ich fast gar nicht mehr filtern. So, wenn jemand geschrieben hat, dass ich ein Idiot bin, dann dachte ich so, ja, meinte als Joke. Ja. Deswegen war das für mich eigentlich immer relativ entspannt. Ich habe eine außerordentlich wichtige Frage an dich. Jetzt bin ich gespannt. Wann darf ich dieses Biest mehr zu spüren bekommen?
Weißt du, was wir machen können? Wir machen das einfach nochmal. Und dann fahren wir mal einen Rocket Air bei uns bei Brabus in Bottrop. Da können wir uns doch gerne mal einfach bei uns ein bisschen umsehen. Wir uns mal bei uns durchlaufen. Wir kommen einfach mal vorbei. Ich nehme Tim mit. Ihr habt mir heute wirklich, wofür ich total dankbar bin, mal was gemacht, nämlich mich in auch ein Stück weit euer Leben reingelassen, mir gezeigt, was bei euch abgeht, was ihr macht. Und das ist, finde ich, total gut. Ich finde es voll cool, dass ihr da seid. Bin ich super, super dankbar für. Und deshalb gibt es natürlich die Retourkutsche und die Einladung nach Bottrop. Voll geil. Ey, jetzt interessiert mich aber mal eine Sache. Was feierst du? Also welches Auto feierst du? Ja? Was ist dein Fave-Car? Ein Nicht-Brabus, ne? Ein Nicht-Brabus, okay. Ich bin ein Fan der Marke Ferrari. Okay, das finde ich gut. Weil ich die Marke feiere, weil ich die Firma feiere und weil ich die Produkte feiere. Und weil du den Börsengang feierst? Ich feiere ganz viel, was da passiert ist in den letzten Jahren. Ich glaube, dass sie mit den richtigsten Weg gegangen sind als Luxus-Brand. Jetzt gerade übrigens letzte Woche eine super geile Fashion Show hingelegt haben, eine Modekollektion, weil du nicht den Eindruck hast, das ist hier eine Autobrand, sondern die stellen sich total smart auf gerade. Okay, crazy, das verfolgt sich gar nicht. Deshalb bin ich ein riesen Fan. Ich halte den SF90 Stradale für eines der spannendsten Autos, was es im Moment gibt. Also den ersten wirklich hybriden Ferrari, mit dem du aus der Garageneinfahrt elektrisch rausrollen kannst. Mhm. Wir leben ja nur von dem Thema Sound, vom Thema, was ich immer Mechanik-Porno nenne. Ich gucke, wenn du hinten einen R40 reinguckst und siehst den Motor. Das ist ja, wie viele Leute kaufen sich eine Uhr mit Tourbillon oder skelettiert, weil sie genauer läuft? Ich würde jetzt mal sagen, keiner. Brauchst du doch erstmal das Kleingeld dafür. So, ne? Keiner macht das, sondern es geht um die Wertschätzung von Handwerkskunst. Es geht um den Gefallen an dem, was ich immer mechanische Kunst nenne. Mhm. Und Ferrari hat da echt eine Aufgabenstellung. Wie viele andere auch sonst Autos, die mich begeistern. Ich bin großer Fan von Bentley Continental GT. Okay. Das ist ein ganz geiles Auto. Mhm. Also ich bin großer Fan von dem Interior. Ja. Ich würde mir wünschen, dass Mercedes-Benz wieder ein richtig großes Coupé macht. Kein Nachfolger aktuell vom S-Coupé. Ich bin ein riesiger Fan vom S-Coupé gewesen, letzte Generation. Ich würde mir wünschen, dass Mercedes endlich mal wieder einen guten Job macht. Schneid es raus. Nee. Sag doch, warum? Was ist deine Meinung? Ich bin ein ganz großer Mercedes-Fan gewesen, mittlerweile gar nicht mehr. Wieso? Ich finde, die Entwicklung von den Modellen ist einfach... Guck dir mal bitte nach W204, okay? Ja. Kam noch ein C63. W205, auch geiles Auto. Welche war das? Limousine oder was? Ja, die Nachfolge C-Klasse. Ist es der Nachfolge der jetzt natürlich mit dem Turbo? Wieder der nächste, jetzt als mit nicht mehr 8 Zylinder, 4 Zylinder voll aufgeladen, aber auch super geile Performance. Das ist natürlich ein riesiger Graben in der Community. Ey, dieses 4 Zylinder Thema, damit kannst du mich jagen. Ja? Guck mal, ich finde jetzt von der Optik her, okay? Ich nehme jetzt mal die E-Klasse, E63, ein oder zwei Modelle vor dem aktuellen. Ja? Aggressiv, kantig, so ein richtig heftiger, bulliger Wagen, okay? Ja. Und guck dir mal die E-Klasse jetzt an, die ist so abgerundet, die ist so verweichlicht. Ich finde den E63 nicht mehr geil so. Was sind für dich die Mercedes-Modelle, die alle deine Checkboxen, die einen Haken verpassen? Die ich geil finde? Ja. GTR. GTR? Ja. Witzig. Okay, was noch? GT Black Series finde ich natürlich ultra, ne? Keine Frage. Ah, du bist ein Sportwagen-Typ? 100%, ich mag keine SUVs. Witzig. Ich mag leider keine SUVs. Ich habe vor, glaube ich, 2 Wochen in Dubai eine Fantasy Car Collection gedreht. Das ist ein Format, was viele beide gleich auch noch miteinander machen dürfen. Bin ich sehr gespannt. Verrate ich die Regeln aber erst hinterher. Dann habe ich mit Stradman gedreht aus den USA. Mhm. Riesiger Lambo-Fan. Und der war auch ein totaler Supersportwagen-Mensch. Mhm. Ich bin da eher so ein Relaxterer. Ich mag Sportwagen, aber ich bin auch häufig sehr relaxed unterwegs. Also ich sag dir mal so, in der Einfahrt habe ich schon ungefähr jede Felge mitgenommen. Jetzt kommt der Hamid-Moment. Jetzt kommt mal rein, Leute. Das Video mit Hamid auf Mallorca. Da sind wir 820 gefahren. Brabus 820 auf Basis Turbo S. Und das war die Nummer mit dem Kamerawagen. Und vielleicht schafft Nico es jetzt auch noch. Oh, nein, ich hab's geschafft. Schafft's nicht. Ich hab's geschafft. Ich noch ganz. Kurz nochmal vor der Insolvenz. Ich sehe das Thumbnail. Inscope zerstört, Brabus Rocket Air. Ey, das war früher der Content von mir, wie ich Felgen zerstöre. Ey. Tausche Reichweite gegen Schaden am Auto. Nein, bitte, bitte heute nicht. Okay, lass uns das Thema noch eben schnell durchkriegen. Continental GT, großes Mercedes Coupé, würde ich super gerne wieder sehen. S-Klasse Cabrio. Müssen sie unbedingt wieder machen in der nächsten Generation. Ich fand den einen Maybach, den die hatten. Ja, 62, so der ist
Der richtige Maybach? SQP Maybach S650 oder sowas. Hm? Cabrio S650 war das? Maybach Cabriolet. Ja, genau. Den fand ich zum Beispiel ganz geil. Aber guck mal, ich sag's dir ganz ehrlich, das müssen wir jetzt nicht reinschneiden, aber ich finde den neuen SL geht gar nicht. Okay. Gar nicht mein Ding. Aber lass doch mal, ich meine, das eine ist selten, das andere ist eine saubere, konstruktive Kritik. Guck mal, ich finde die haben den GT neu gemacht als Porsche-Konkurrenz. Okay, ja. Verstehe ich, ist ein guter Move. Ja. Ich finde nur auch da, die Frontlichter, wie er aussieht, ist wieder so ründlich geworden. Ich fand, Mercedes war immer früher so geil, weil Mercedes dieses bullige, eckige, aggressive hatte. Okay? Ja. Und jetzt ist es so ründlich geworden. Und das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Ich finde, das sieht einfach nicht so geil aus wie früher. Ich sage nicht, dass der neue GT nicht gut aussieht, aber er war früher geiler. Der GTR, der schlägt den optisch meiner Meinung nach. Der SL ist für mich so ein bisschen so eine Sache, das war für mich immer so ein Gentleman's slash schon fast so ein Rentner-Car. Ein SL darf nicht zu sportlich werden. Genau, also der ist so ist zu das, jung das, geworden, der SL, finde ich. Okay. Ja, keine Ahnung, das ist einfach so meine Meinung. Ich bin ein Riesenfan, auch ein Auto SLS. Gibt immer so die Fraktion SLS. SLR. Wow. Ich bin ein riesen SLS-Fan, weil ich mag große GTs, lange Motorhaube. Brutal. Langer Radstand, ja. Mega geile Cruiser. Und das ist natürlich SLS Cabrio zum Beispiel, einfach ein sensationelles Auto. Brutales Fahrzeug. Aber du, klar, so keine Flügeltüren dann, ne? Ja, was klar, noch G-Klasse, ne? Also das ist jetzt eine kleine, nicht Brabus, hast du gesagt, aber das auch gehört, ist für mich im Moment das ikonischste Auto, was wir uns produzieren. Ist ein ultra-ikonisches Auto, damit haben die auch abgerissen, keine Frage. Aber ich denke mir so, ey, so ein Ding hier zu fahren, du hast den Wagen in der Hand hier, du fährst um die Kurve und das geht einfach. Mit den SUVs ist es immer so dieses nee. Ich setze mich im Moment mehr mit Lamborghini auseinander. Ich fahre immer eher die Ferrari-Fraktion, nicht die Lamborghini-Fraktion. Hm. Was sagst du zum SVJ? Die haben sehr viele faszinierende Autos, cool. Eins meiner absoluten Traumautos, Bugatti Chiron Supersport. Okay, ist eine andere Preis-Range. Ultra, ja, das ist aber auch ein totales Traumauto. Aber warum? Weil es eben dieses Thema ultimative Leistung mit Komfort verbindet. Das ist auch bei Brabus immer ein Rezept, um das es geht. Das ist schon heftig, ja. Deshalb hat auch der Rocket R, mit dem wir heute unterwegs sind, eben keinen riesigen Heckspoiler. Also keinen hat einen integrierten Heckspoiler natürlich, aber eben historisch inspiriert. Aber keine Pommes-Theke, weil das einfach nie Brabus ist. So, wenn man es okay sieht, wir stehen. Da hinten da leuchtet ja auch noch das Brabus-Ding da unten auf dem. Alter, das sind die viele Details, die man immer erstmal wenn das ist doch das Schöne. Mich freut es immer, wenn jemand bei uns im Auto sitzt und noch nach 3 Tagen noch neue Stellen findet. Yeah, das ist crazy. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich bin total happy, was wir den Kartock machen konnten. Ey, voll. Es hat sich voll angefühlt wie einfach nur ein Gespräch. Ich habe gar nicht so daran gedacht, dass wir gerade voll die ganze Zeit filmen. Wir haben einfach nur gequatscht. Das ist, glaube ich, gut. Vielen, vielen Dank. Konstantin, vielen Dank, dass du da warst. Du bist herzlich eingeladen, nach Bottrop vorbeizukommen. Wir kommen auf jeden Fall vorbei. Bei der nächsten Brabus Signature Night wäre ich total happy. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr kommen könntet. Das ist eine Ehre. Und vielen Dank, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut.